So, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ich hab einen Socken. Nur einen? Der andere ist runtergefallen, ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Das ist natürlich sehr traurig. Ja. Mhm. Okay, dann, du einsockiger Mensch, wollen wir anfangen? Oh, meinetwegen können wir gerne anfangen und damit begrüßen wir natürlich auch alle und herzlich willkommen und zurück so. Ist das willkommen meine Aufgabe? Keine Ahnung, begrüß nochmal. Es ist meine Aufgabe, Leute zu begrüßen, in dem Sinne, herzlichen, nicht Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr dieses Let's Play angeguckt habt. Genau. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr dieses Let's Play gefunden habt. Herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesitzung von Tomb Raider, die Chronik. Wir befinden uns im letzten Abschnitt, also thematisch gesehen, des Spiels. Im 13. Stock. Und in Lackleder. Oh ja. Wahrscheinlich mit Stretch. Anteil. Ganz viel Stretch. Gut. Ja gut, gucken wir uns im 13. Stock um. Genau, ich hab's geladen, wir wollten geradeaus auf der Rückseite, da wo wir herkamen. Haben wir beim letzten Mal. Genau. Lara? Wollen wir die Treppe rauf? Lara? Also ja, wir wollen die Treppe rauf, aber ich find's grad sehr lustig. Aber ich gehe grad viel lieber runter. Wir können auch die Treppe runter. Ich wollte gerade sagen, ich find's sehr interessant, dass ich nicht sicher bin, oder dass plötzlich eine Tür hinter mir zuging, wo ich nicht weiter konnte. Also nicht zurück konnte. Und das nicht gesehen habe. Also unten geht eine Tür auf. Ja. Da können wir durch. Ja. Bist du da schon durch? Ja. Ich habe die Iris gefunden. Oh, das ist gut. Nee. Ich bin tot. Dann hast du die Iris vermutlich angepackt. Nee. Bist auf sie zugelaufen? So ein bisschen an ihr vorbei wollte ich gehen. Man brennt. Sehr gut. Du, ich glaube, wir gehen doch erstmal nach oben. Okay, dann gehen wir nach oben. Da geht auch eine Tür auf. Ja, ich bin nur noch nicht ganz oben. Ich musste erstmal wieder von der Iris quasi in einer langen Spirale. Hebel. Hebel? An der Wand. Ah, Hebel. Lara. Drück, zieh. Tu sonst was mit dem Hebel. Dramatische Musik abspielen kann der Hebel auch sehr gut. Okay, Lara, unser Plan ist, da runter zu laufen. Unterwegs vielleicht nicht zu sterben. Verdammt, es ist wieder an. Lara! Okay. Ich habe eine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ja. So eine leise, ne? Ne, eigentlich habe ich eine total laute Ahnung, was wir machen sollen. Nein, Lara, nicht die Treppe wieder hoch auf der anderen Seite. Lara, wir speichern einfach mal hier. Genau, Lara, nimm sie mit. Nimm sie mit. Sehr gut gemacht, Lara. Hat zwar kurz noch gebrutzelt und du hast daran wehgetan, aber du hast sie mitgenommen. Ja! Lara, vorwärts laufen und dann... Nein, nicht rauf. Runter, Lara! Ich hab eine Iris. Die Iris finde ich. Wo ist sie denn? Dann kann ich sagen, wie ich sie finde. Rund! Okay, Lara, das hat nicht gereicht. Wir gehen also nochmal rauf. Lara! Lara!
Also es wird bei mir noch ein Weilchen dauern. Ja, kein Problem. Ich stehe hier auf dem Iris-Podest. Seh her, von Kreu. Jetzt bin ich dein neuer Schatz. Ich finde diese Kameraeinstellung an der Treppe furchtbar. Ja, die ist nicht gerade sehr förderlich fürs Runterkommen. Lara! Okay, ich glaube, das war zu langsam. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun, wie Kai versucht, an die Iris zu gelangen. Und sie ist die Titelverteidigerin im Iris-Sammeln. Nee, eigentlich bin ich das nicht. Eigentlich ist sie das nicht, höre ich gerade, aber sie ist noch nach wie vor ein Profi. Sie macht jetzt eine wunderschöne Kurvung um die Kurve. Lara, nimm sie mit, nimm sie mit, nimm sie mit. Danke. Sehr schön. Ein klarer Erfolg für Kai. Richtig. Wollen wir durch die andere Tür geradeaus weiter? Gerne doch, gerne doch. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir kriegen eine Kameraansicht. Und einen Ladebildschirm. Ja, nee, das passiert im besten Fall. Dann ist der wohl eingetreten. Wir sind jetzt auf Flucht mit der Iris. Ja. Na gut. Okay, du warst ein ungezogenes Mädchen, aber bevor ich dir sage, was deine Strafe ist, will ich dir gucken wir mal, dass du gar nicht zu widersprechen brauchst, weil ich nicht zuhören werde. Okay, also, du warst all deine Metallgegenstände, bevor ich dir sage, was deine Strafe auch ist, will ich dir nur mitteilen, dass du gar nicht zu widersprechen sofort brauchst, weil du ich willst also ernsthaft, dass ich mich selbst entwaffne, also, obwohl es hier vor Wachen nur so wimmelt. Du willst also ernsthaft, dass ich mich selbst entwaffne, obwohl... Ups, ich habe aus Versehen sein Gelaber unterbrochen. Ich auch. Du bist auch auf die Metallschale zugelaufen. Ja. Nein, ich glaube, es ist eher Glas. Es ist ein Glastisch. Na toll, jetzt haben wir wieder keine Waffen mehr. Ja, dann sind wir jetzt halt auf Flucht mit... Guck mal, das ist Laras Knochenstruktur. Habt ihr euch schon mal die Hüftknochen angeguckt? Ja. Lara, dreh dich mal. Von Kreu hast du einen Kaugummiautomaten? Ach so, es soll ein Wasserspender sein. Was versuchst du? Also Laras Hüftknochen sind echt interessant, aber der Brustkorb gefällt mir auch ganz gut. Mhm. Nachrichten, aber na gut, ich nehme mir dieses kleine Medipack damit. Medipack? Ja, dieser Gang, wo du dich sehen kannst. Ja. In der zweiten Kiste ist ein Medipack. Und wie kriege ich das? Vor die Kiste stellen und Aktionstaste drücken. Nee, macht Lara nicht. Ah, jetzt schon. Ah, das ist der Kaugummi-Wasserspender. Das habe ich leider nicht verstanden, was er gesagt hat. Irgendwie hat er gesagt, ich soll mich nach einer Waffe umschauen. Voll Depp. Ich überbringe ja ungern schlechte Nachrichten. Bleiben wir uns bei unserer Rechtsabbiegerei. Ich versuche ihm zu zuhören. Oh. Ups. Und der Aufzug? Naja, die Aufzüge führen nach unten. Wenn man irgendwo abhauen will, ist es dann nicht eigentlich üblich und clever, sich in Richtung des Ausganges zu bewegen, sagen wir mal zum Dach? Stimmt, etwa so clever wie mich zu überreden, meine Waffen wegzuwerfen, oder? Autsch, Treffer. Naja, vielleicht schaust du dich wirklich besser nach irgendeiner Waffe um. Hey, keine Panik, Mädel, dieser Mann hier wird dich schon retten. Das wäre das erste Mal. Okay, ja, du sollst dich nach einer Waffe umschauen, weil die Aufzüge nur nach unten gehen und du nach oben willst. Also, ich habe gerade Munition aufgehoben. Ja. Für unsere nicht mehr vorhandene Waffe. Richtig. Aber die können wir auch einfach so schleudern. Was meinst du? Ich bin hier... Warte mal, eine ganz doofe Frage. Ja, Aus was bestehen denn unsere Waffenmunitionssachen?
Sind das Hartplastikgeschosse oder wie? Warum? Wenn ich 209 Heckler und Kochammo im Rucksack habe. Wäre das normalerweise ganz schön schwer. Ja, das zum einen, aber ich sollte alles Metallische da hinten ablegen. Ja, auch Waffen sind aus Metall, aber ihre Munition doch auch. Stimmt. Ups. Ach, bist du auch drauf reingefallen? Ja. Nee, ich gebe hier garantiert keine Kombination ein. Nicht, wenn ich sie nicht kenne. Ich überbringe ja ungern schlechte Nachrichten, aber die Ich sammle nochmal die Munition ein. Ja, ja, mach das. Und der Aufzug? Naja, die Aufzüge führen. Das habe ich ihn jetzt schon wieder gefunden. Ist das nicht üblich und clever, ach, schon wieder eine hübsche Chloroformflasche. Stimmt, etwa so clever wie mich zu überreden, meine Waffen wegzuwerfen, oder? Autsch, Treffer. Naja, vielleicht. Also, das ist ein nettes Büro. Das muss ich sagen. Nee, keine Panik, Mädel. Dieser Mann hier wird dich schon retten. Das wäre das erste Mal. Okay. Was nun? Ah! Es sind Wachen. Ich sag mal so. Hä? Ich habe Wachen gefunden. Das ist unschön. Na, die haben mich nicht gesehen. Was sagst du? Was wolltest du sagen, bevor mir das... Mit meinem coolen Headset kann ich die Schranken sehen. Die Laserschranken. Headset auswählen, aussuchen und dann Aktionstaste drücken. Ah, ja, so grob. Wie komme ich da wieder raus? Mit Waffe ziehen. Ah, klar. Das macht jetzt total Sinn. Und das ist wieder sowas, was Lara nur benutzt, wenn sie vollkommen still steht. Ja. Ja gut, Ich habe die Wache noch nicht gefunden. Ja, ich renne hier auch gerade eher etwas konfus rum. Ich habe Chloroform und eine Wache. Also die Wache weiß ich nicht. Ich habe auf diesen lustigen Bildschirm gedrückt. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das ist auch... Man sieht meine Treppe. Ja, und da hing eine Wache oben dran. Echt? Bei mir nicht. Wo ist deine Wache? Die rennt hier rum. Also sie steht in so einem Raum. Im Flur. Flur im Raum im Flur. Jetzt habe ich auch ein Tuch. Jetzt ahne ich, was ich mit der Wache machen soll. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Wache. Du solltest mich nicht sehen. Laden. Okay, da ist schon mal keine Wache. Huch. Nee, also eine Kombination gebe ich noch nicht ein. Habe ich mir auch gedacht. Genau, Lara, wir gehen hier einfach ganz langsam lang, dann denkt die Wache, wir dürfen hier sein. Genau. Oh, noch ein kleines Medipack. Auch gut, auch gut. Okay, Lara, was hast du da gefunden? Eine Chloroformflasche. Wunderbar. Und jetzt betäubt diese Wache. Oh, Lara, vielleicht sollten wir auf der richtigen Seite stehen, wenn du den Schrank durchsuchen willst. Lara, so benutzt man kein Chloro. Lara. Wenn du den Typ mit Chloroform betäuben willst, warum trittst du ihm dann in die Kniekehlen? Und warum löst er sich auf? Wenn du fertig bist mit deinem Auflösen, kannst du ja auf mich warten. Ich muss noch das Tuch finden. Okay. Und die Wache. Die sind nicht weit. Ah, jetzt habe ich die zweite Wache, also die erste Wache ohne Rüstung gesehen.
die große Frage ist, warum lösen sich Menschen auf, denen man Chloroform aufs Gesicht drückt? Weil sie eine ganz hochgradig bösartige Chloroformallergie haben. Lara, haben wir hier vielleicht ein Tuch? Ja, tatsächlich, wir haben hier ein Tuch gefunden. Und im nächsten Büro ist ein Medipack. Gut, dann benutzen wir, dann kombinieren wir das Tuch schon mal mit der Chloroformflasche und speichern, dass wir das schon mal so alles weit vorbereitet haben. Flucht mit der Iris. Finde ich ein bisschen blöd. Iris sollte eigentlich selbst laufen können. Ja, wir fliehen ja auch nicht mit der Iris im Sinne von, wir nehmen sie über die Schulter. Nein, nein, wir fliehen mit Iris. Die rennt, Iris, wo bist du schon wieder geblieben? Nein, nicht laden. Speichern. Speichern. Dann müssen wir nur noch aus dem Büro raus und die Wache einchloroformieren. Okay, was wird im schlimmsten Fall passieren? Sie erschießt. Sie hört uns. Sie hört uns und greift uns an. Ja, von Kreu, ich stehe bei dir oben im 13. Stock oder so im Fenster und springe auf und ab. Nimm das! Haha! Hihihihi! Jetzt springe ich seitwärts, jetzt springe ich seitwärts. Deine Kunden werden voll ausrasten. Ist die Frage, ob deine Kunden das wissen werden. Klar, ich nehme das auf und lade es auf YouTube hoch. Ja. Also ich finde, ich stelle mich hier erstmal vor die Skyline, die sich irgendwie in einem Wasser spiegelt, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Zumal das Wasser auch direkt unter meinem Fenster beginnt. Obwohl da eigentlich noch 12 Geschosse sein sollten. Ja. Es ist gerade Hochwasser in New York. Ah, okay. Na gut, meinetwegen können wir gerne weiter. Gut, gehen wir in das nächste Büro. Oder auch immer hier aufgeht. Ja, es ist ein Büro. Warum geht das auf? Das ist so eine Lara Croft-Sensorik. Ah. Lara, ich such den Schrank. Ist wie die Prinzerkennung. Ah, okay. Gut. Gut. Voll klar und so. Ah, ich dachte, das ist eine Mischung aus klug und gut. Aber es ist aus klar und gut. Ich hänge in deinem Baum fest! Ach, viel besser. Ich versuche hinter den Schreibtisch zu kommen. Wie ist er denn hinterm Schreibtisch? Ich wollte mal einen Blick auf den Laptop, auf den Rechner werfen, aber das klappt nicht. Da ist ein Stuhl im Weg. Ja, Stühle sind immer im Weg, wenn man einen Rechner möchte. Warum stellt man sowas überhaupt dahin? Weil man sich hin und wieder irgendwie hinsetzen will. Hey, ich hab, neues Chloroform. Way! Gut, das Lara. Öfter mal was Neues. Wir brauchen nur jetzt noch ein Tuch, oder? Lara hat das Tuch nicht weggeschmissen. Oh. Gut, Lara, dann nimm das nächste Chlor. Was machen die da eigentlich, dass du quasi Chloroform im Schrank in so einer Vitrine hast? Frag lieber nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was von Kräuchchen mit Chloroform in seinen Büros macht. Werner, was habe ich denn da? Oh, es ist die WC-Schlüsselkarte. Ja, hier dürfen nur Mitglieder aufs Klo. Also bei von Kreu ist ja alles hochsicherheitig. Ah, hier ist der Gang zu Ende.
Oh, warte, warte, warte. Könnte es das sein, was ich denke, was es sein könnte? Lara, renn in die andere Richtung. Lara, da steht ein interessantes Irgendwas auf dem Tisch. Ja. Wenn du schon sagst, oh, warte, könnte es das sein, was ich denke, und der Gang ist zu Ende, dann werde ich wohl mein Headset nutzen müssen. Nee. Nee. Okay. Hast du schon die Keycard? Ja, ich kann schon aufs Klo gehen, wenn ich wollte. Ja, dann ist doch alles klar. Gehen wir zurück zum Klo. Genau. So, Lara, wir gehen auf die Herrentoilette. Lara, du solltest vielleicht... Na ja, gut, tritt die Tür ein, falls wer dahinter sitzt. Jetzt überraschen wir von Kreu beim Toilettenbesuch. Och nö, besser nicht. Wo ist hier die Toilette? Tja! Ah ne, warte, Keycard. Hahaha. Fünf, acht, zwei, sechs. 5826. Dann speichere ich vorher lieber. Also bei mir ist es ziemlich klar. 8526. Na gut, nehmen wir halt das große... Es stimmt, 8,5. Das große Medipack von der Damentoilette mit. Damentoilette. Muss ich nur noch rausfinden, was ich hier soll. Lara? Ah, gut. Du kommst doch hinterm WC wieder hervor. Das finde ich gut. Ja, manchmal ist sie unerwartet intelligent. Lara? Mhm. Inwiefern? Naja, sie kommt hinterm WC wieder her. So viel Intelligenz hatte ich ihr nicht zugetraut. Lara? Ah, da hast du einen Ausgang. Lara? Was soll ich denn jetzt in den Toiletten? Ich guck mich noch bei den Herren um. Okay, Lara? Ne, nicht vorwärts, zurück. Zurückmarsch. Dann geh einen Schritt zur Seite, damit wir hier wieder rauskommen. Lara. Ich nenne es das Teleport-Töpfchen. Was? Naja, wenn ich langsam auf die Kloschüssel zugehe, macht Lara plötzlich ein Teleportationsdingens nach rechts oder so. Okay. Vor allem oder so, ne, Yoshi? Warum ist hier die Kameraeinstellung? Hier ist die... Ich glaube, oft an der Decke ist was anders. Ja, aber... Nicht, dass ich wüsste, wie wir da jetzt weiterkommen, aber ich sehe, da ist irgendwie so ein Riss drin. Ja. Ah! So. Gut, dass ich das gesehen habe. Ja, so ist brav, Lara. Genau, Lara. Ja, dann eben zur Wand. Genau, Lara. Wir gehen aufs Ende des Spiels zu. Halt nochmal deinen Hintern in die Kamera. Will ich da runter? Och, ich sag's mal so, speichern und dann runterstürzen. Kannst dich ja unterwegs nochmal festhalten. Konnte ich?
Also ich konnte mich unterwegs nochmal festhalten. Woran? An der Wand. Ah, da ist noch was. Ja, okay. Okay, ich bin unten. Lara, mal gucken, was uns das Headset sagt, wenn wir es benutzen. Ist alles so schön rot hier. Gut. Wollten wir nicht nach oben angeblich? Ja, angeblich schon. Warum kletter ich dann runter? Weil wir sonst nirgendwo lang gekommen sind. Wir haben einen Aufzug gefunden oder so. Ist eigentlich auch ein guter Plan. Den Aufzug zu nehmen, nach oben, also an dem Seil lang. Autsch! Ich dachte, da kannst du stehen. Lara, dreh dich mal minimal noch ein bisschen. So ist brav. Bevor du irgendwas tust, speichern wir das und dann... Und Lara, wir gehen dann nochmal runter, ne? Lara, das ging grandios daneben. Welches daneben war das? Ich glaube, das daneben. So, von hier aus, Lara? Okay, Lara, ich habe eine Idee, was wir machen müssen. Nee, Lara, das ging kolossal daneben. Lara, das war's nicht. Wir kriegen das noch hin. Auf jeden Fall. Wir wollen ja dieses Spiel auch irgendwann schaffen. Eben. Ja, Lara, wir könnten natürlich auch hier runterklettern. Hast du recht. Ach, da bist du noch gar nicht mehr runterklettern. Naja, ich habe mir gedacht, oh, das sind Stangen vom Aufzug. Kann Lara sich bestimmt festhalten. Autsch. Lara, ich glaube, das ging daneben. Ja, wusste ich doch, das ging daneben. Hm? Ah, okay, das ist eine Schräge. Gut. Hm? Aber Lara, das macht nichts. Nein, da ist nix. Lara, das machte doch was, das war ein bisschen zu weit. Aber ganz ehrlich, was springt die denn plötzlich mit dem Rückwärtssalto von der Wand? Quasi zwei Blöcke, also drei Blöcke weit. Ja, das ist so ihr Ding. Okay. Nee, das hat's immer noch nicht gebracht, Lara. Das macht man im Hause Croft nun mal so. Oh no! Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja, was denn? Ich habe nicht nachgeguckt, welche Audio mein Aufnahmeprogramm gerade aufnimmt. Ja, dann hoffen... Ob es... Dann hoffen Obwohl, wir... Obwohl, warte, meine Audiospur ist bei dir aufgenommen. Richtig. Das macht nicht so viel. Ist nur für Synchronisieren etwas doof. Naja, ich mein, Audio wird da sein, bloß keine ganz so gute. Richtig. Aber das funktioniert alles. Also ihr hört jetzt hier gerade technische Sachen, über die ihr euch keine Gedanken machen müsst. Wie komme ich denn da weiter? Keine Ahnung. Na, warte. Ich wollte gerade fragen, sag nichts. Hast du schon eine Lösung, wie es da weitergeht? Nee. Jetzt hänge ich an der Kante. Da bringe ich mir, glaube ich, auch nichts. Das macht die Situation vielleicht schlimmer. Ha! So, ich bin zumindest nicht mehr über der Schrägen. Okay, wie hast du das gemacht? Ich habe mich da runtergehangelt und quasi ganz unten, bevor du auf die Schräge kommst, ganz nach links bewegt.
soweit es geht. Und dann habe ich einen Rückwärtssalto gemacht. Da kommst du dann gegen diese Säule. Och, und kannst nicht runterfallen. Nö, sowas ist albern. Also sowas ist albern. Hey, daran haben gerade gespeichert. Gegen die Säule springen, damit es klappt. Voll geil. Ich habe gerade oben 5-mal versucht, irgendwie von da oben an die Säule zu springen, um mich da festzuhalten. Nee, so nicht. Nee, Lara, das ist ein bisschen tief runter. Aber immerhin machen wir dann... Nee, Lara, das ist... Ja, nee, die Kette kannst du hochklettern, ist klar. Ich versuche noch überhaupt nicht, die Kette hochzuklettern. Ach, Lara! Wie weit denn noch zurück? Ja gut, dann holen wir uns das dämliche Geheimnis eben nicht. Nee, das holen wir uns nicht. Aber Lara, ich muss zugeben, es ist immerhin ein Weg nach oben. Ja, ja. Ein langer und beschwerlicher. Ja, ich bin froh, dass Lara da hochklettert und nicht ich. Ja gut, dann müssten zumindest deine Beine nicht immer wieder die Kette durchschneiden. Ja. Okay, ich stehe oben auf einer halbwegs sicheren Plattform. Ja, ich bin, glaube ich, dran vorbeigeklettert. Ich habe sie nicht gesehen. Ganz, ganz oben. Nee, ganz, ganz oben ist eine Decke. Ja, dann dreh dich unter der Decke mal ein Stückchen. Da ist die Plattform mal ein ganzes Stück drunter. Wenn ich jetzt abspringe, knall ich doch gegen die Decke. Deshalb muss ich erst runter. Okay. Lara, ich bin mir nicht sicher, aber hast du so, ich bin auch plötzlich Prince of Persia Moves drauf? Hä? Ja, das hat sie doch schon eine Weile gehabt. Hat so nicht funktioniert. Wieso? Ich bin in einem komischen Gang. Ah, jetzt hat es sich auch endlich dazu durchgerungen. Ich muss nur noch rausfinden, was ich hier soll. Komme ich so da dran?